so wie im Film stehst du nun hier. Ein Satz von Mund zu Mund nimmt seinen Lauf und du wartest auf Applaus. Nur es sieht nicht danach aus. Was ist das eigentlich genau, das Eden? Im Garten, im Hirn. Wir legen unser Geld auf den Haufen. Freunde, die alles teilen. Gedanken, Geld, sogar die Luft. Aha. Wissen Sie, wie viele Leute Stinkwut haben? Über 70%. Wut? Worauf? Auf alles. Das ganze System. Finden Sie den Neoliberalismus vielleicht gut? Nein. Genau. Freundschaft. Wiedersehen. Tollwut. Das erklärt natürlich so einiges. Also, der Mann, der das gemacht hat, also wenn es ein Mann war, weil eine Frau, naja, könnte natürlich auch, gibt ja Gleichberechtigung und so. Es war ein Mann. Ja, das dachte ich mir. Ihre wievielte Leiche ist das? Also, im Leben ganz, ganz viele und in der Ausbildung und Assistenz und so. Und jetzt hier die zweite. Ich bin mir sicher, Sie machen das gut. Bitte. Also der Täter muss komplett im Rausch gewesen sein. Die ganzen Hämatome hier und da. 5 gebrochene Rippen, das waren Tritte und Schläge. Teilweise offenbar mit einem stumpfen Gegenstand. Ein Gewehrknauf vielleicht? Ja, möglich. Und denn da am Kopf, das war wahrscheinlich die Axt. Also da wird er dann ausgewichen sein, in etwa so. Und deshalb hat die Axt ihn da auch nur gestreift. Oder gestriffen. Ja, und dann hat er sich wahrscheinlich mit dem Arm so geschützt und war der Arm ab. Und dann ist er geflohen und in diese Falle gestürzt? Genau. Also was wirklich unglaublich ist, weil, ich meine, er ist sowieso gestorben mit all den Verletzungen und inneren und äußeren Blutungen. Mhm. Aber das Adrenalin, das hat ihm wohl noch Kraft gegeben, um zu fliehen. So einen Fall hatte ich echt noch nie. Also, wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann rufen Sie mich doch an, egal wann. Sehen Sie, hier steht auch mein Motto, ob Tag oder Nacht, ich folge jedem Verdacht. Das ist gut. Vielen Dank. Gerne. Morgen. Guten Morgen. Ist Nina da? Sie ist gestern Abend verreist. Was? Wohin denn? Hat sie nicht gesagt. Können Sie ihr bitte sagen, dass ich da war und ihr das von mir geben? Ja, sicher. Ja, ich fahre jetzt gleich nach Köln und hier ist meine Visitenkarte. Sie kann mich jederzeit anrufen oder mir schreiben. Postkarte? Ich sag's ihr. Kommen Sie doch irgendwann mal wieder. Können Sie auch Ihren Segelkurs fertig machen? Ja, vielleicht. Wiedersehen. Servus. Wie spät? 11:30. Ich werde dann gehen. Du kannst auch noch bleiben, wenn du magst. Gern. Und du? Was ist mit dir? Nix. Zu Hause wollen sie, dass ich Medizin studiere. Und? Willst nicht? Muss ich jetzt schon wissen, was ich einmal bin?
Nein. Politik interessiert mich. Da kann man was ändern. Was willst du denn ändern? Eh alles. Haben Sie was studiert? Deutsch und Russisch. Und wieso sind Sie dann rübergeschwommen? Aus der Slowakei, meine ich. Sind Sie nicht? Nehmen uns mit Bussen und Traktoren geholt als Erntehelfer. Und dann? Dann wollten uns pudern. Und? Nix und. Wahnsinn, das Ding. Mit viel Milch, bitte. Wo ist denn der Hans? Draußen beim Fischen. Ah, ey. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pena, son tus besos. Es ist so schön! Was in den Sternen steht, kann ich dir sagen. Liebe, die nie mehr vergeht, bindet uns zwei. Ich brauche kein Glück, nur für Stunden oder Tage. Ich brauche Liebe. Leben lang besteht. Tanz mal. Ich kann sie auch nicht. Ha 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 ha!